Hallöchen meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Randomizer. In der letzten Folge hatten wir Major Bob besiegt und endlich unsere VM Blitz erhalten, und zwar auf Route 2. Nun geht es jetzt los auf Route 9 auf dem Weg zum Pilztunnel. Wir werden jetzt noch weiter mehrere Trainer kämpfen müssen, die uns im Weg stehen werden. Und uns weiter testen und nerven werden, aber wir ziehen das sowieso locker und flockig durch. Und die Trainer sind jetzt auch, wie schon gesagt, etwas stärker als zuvor, als im Vanilla. Fast jeder hat einfach nur die Easy-Pokémon hier, aber Major Bob war ja einer dieser Arena-Leiter, der eine Pussy-Pokémon in seinem Team hatte. Naja. So, Lightning ist jetzt auf Level 24, da haben wir schon jetzt auch genug trainiert. Grebotag. Aber trotzdem nehmen wir mal Grebotag jetzt in unserem Team noch weiter in diesem Kampf an. Mit Schockwelle machen wir jetzt schnell Grebotag. Alle. Oh wei. Oh wei, oh wei. Okay, dein Auftritt. Dann machen wir mal schnell jetzt Feuer unterm Hintern. Machen wir gekochtes Owei. Oder verkokeltes Ei. So, was haben wir da für TM? Drachenklaue, nice. Mal sehen. Ich glaube, ich werde jetzt in Ruhe jetzt Bugsy jetzt mal trainieren. Denn der findet sowieso jetzt eine neue Entwicklung dann später. Ich bin mal gespannt, was für ein Käfer-Pokémon es sich dann weiterentwickelt, sobald wir dann Bugsy dann richtig trainiert haben. Setzen wir weiter Giftstachel ein. Na bitte, jetzt ist er hier vergiftet. Na, es ist Gift- und Käfertyp, also da macht jetzt dann Giftstachel ja weniger Schaden für uns. Wir werden jetzt natürlich alle Trainer hier besiegen, also wir werden jetzt wahrscheinlich jetzt nur in Route 8 und Route 9 hier mal pendeln. Ein bisschen trainieren, damit wir dann gut vorbereitet sind dann für die ganzen Kämpfe dann im Felstunnel. Meganie. Oder Megani. Ich glaube Megani wird es so ausgesprochen, ich weiß es nicht so genau. Die letzte Entwicklung der Johto-Starter. Risikotackle, oha. Wollen wir mal deinen jetzt rausbringen. Ich werde jetzt mal den Lucky Egg jetzt mal diesmal für Bugsy geben, weil ich glaube, Lightning hat schon jetzt genug erreicht. So, hier haben wir mal die Glückszeit für Bugsy. Damit er endlich weiterentwickelt, weil wir wollen jetzt nicht mit einem Wampel die ganze Zeit im ganzen Randomizer Let's Play als sechstes Pokémon in unserem Team haben.
Fresh Flegel. Naja, hat nicht so viel geschadet, aber okay. Dann machen wir mal schnell heilen. Ja, Doppelteam kann er ruhig einsetzen. Das macht jetzt uns weniger Probleme. In ein paar Minuten muss ich dann kurz dann cutten, weil ich habe jetzt gerade meine Pizza-Baguette jetzt noch in meinen Ofen. Nicht, dass es dann verkokelt dann in 30 Minuten Let's Play Part. Sie trifft es leider nicht mehr, shit. Ah Mann, trifft doch endlich. Das hat hohe Defense, das muss ich schon ehrlich zugeben. Ah, jetzt geht dieses Fun-Pi jetzt so dann down. Lass ich mal kurz jetzt hier. Und dann wechsle ich schnell zu Mr. Krabs, unseren Krabby Boy. Das war echt fies. Und Licht- und Wassertyp, ich weiß ja genau, macht sehr viel Schaden. Aber Mr. Krabs hält es natürlich aus, er hat noch zu so einen hohen Defense. Machen wir jetzt mal die ganzen Trainer hier mal durch in diesem Part. Ein Eissturm wäre dann schon ziemlich effektiv gegen Baxi und das wäre dann schon das Todesurteil. Gott sei Dank, Lightning hat eine hohe Initiative, das muss ich schon lassen. Also war es doch kein Fehler, Lightning noch zu fangen auf Route 5. Elekid. Muss ich mal kurz wechseln. Jetzt erhöht er die Spezialverteidigung, aber das juckt uns wenig. Aber Erholung wird schon ein bisschen ein kleines Problem sein für uns. Nach diesem Kampf wird schon sicherlich Baxi jetzt entwickeln, glaube ich mal zumindest. So, dann werden wir jetzt mal sehen, was jetzt sich weiterentwickelt. Ah, zu einem Schalocco, ich habe es schon geahnt. Thank you.
Und mal sehen, was jetzt in der Route noch gibt. Lauter Volonas. Flucht unmöglich? Warum Flucht unmöglich? Ich bin über Level, über 20 Level höher als das Volona und trotzdem Flucht unmöglich. Bro. Was gibt's noch? Morlord. Na gut. Haben wir schon heute jetzt einmal diese Trainer schon besiegt. Und haben mal einen kurzen Cut. Dann geht es dann gleich weiter. Also, ich muss jetzt schnell mein Pizza-Baguette noch holen. Also, nicht, dass es dann verkokelt. Also, bis gleich. So, Boys, da geht's wieder weiter. Wir machen jetzt weiter mit unseren kleinen Training mit unserem Bugsy, der jetzt schon jetzt zu Shaloko weiterentwickelt hat. Auf Route 8. Zwischen Route 8 und Route 9. Habe ich jetzt 108 gesagt? Wenn ich das gesagt habe, dann sorry. Also das heißt Route 8. Route 8 und 9. So, Mr. Krabs, du bist dran. Blutstrahl, aber Funpi kann ja keinen Sonntag. Ich weiß nicht, wieso das jetzt Funpi Sonntag hat. So. Machen wir mal wieder Blutstrahl. Und Funpi ist dann hinüber. Yay. Na bitte. Maske Regen. Mal sehen, ob es jetzt kein Arero-Ass hat, weil sonst wäre Bugsy dann schon hinüber. Blubber. Lol. Ich weiß, das ist natürlich die Nachentwicklung von also nochmal, ich glaube das Pokémon hieß, weiß nicht was, ausgerechnet Kleinstein hat er jetzt auch noch. Also wir haben dann sicherlich locker Cut bekommen mit Scream. Du bist dran. Versucht er jetzt mit Mimikry auch Giftstachel zurückzuschlagen, aber das verbringt leider nichts. Noch einmal Nachtnebel. Lernen wir ihm das fürchten. Baxi, würde ich mal wieder wechseln kurz. Oh. Die Intensität hat ja nicht so vieles gebracht, mein Lieber. Hyperstrahl hat er auch noch bei sich. Na meine Fresse, das wird ja noch spaßig. Hm.
ausgerechnet Hyperstrahl schon mit Level 20 hat. What the hell? Die scherzen jetzt nicht mehr herum. Gut, dass ich gewechselt habe. Jetzt lernt er das große Feuer kennen. Meine Käfer-Pokémon, obwohl du keine Käfer-Pokémon eingesetzt hast, sondern Gestein und Käfer-Pokémon in deinem Team. So, Baxi ist jetzt mal wieder mal geheilt. Machen wir den nächsten Trainer jetzt mal platt. Die werden jetzt wahrscheinlich nur noch bis zum Felstunnel nur noch kämpfen und dann ist eh dann Schluss bei dem Pokémon Center. Klingt ziemlich kurz, aber naja. Das war ein Falltreffer. Boah, mit der Gift. Ich glaube, Giftstachel trifft jetzt irgendwie ziemlich gut bei Baxi. Kommt mir so vor, dass Baxis Giftstachel irgendwie gut kommt und Nocturne setzt jetzt Regentanz ein, was aber ein Kampf-Pokémon normalerweise nicht einsetzen kann in Vanilla. Aber wir kennen schon, deshalb heißt auch der Titel Randomizer. Aber ich tue mal jetzt mal X-Tempo einsetzen, damit er ein bisschen mehr Initiative hat. Vergeltung. Ich versuche jetzt verzweifelt Verfolgung und Vergeltung einzusetzen, ob das was bringt. Ich glaube wohl eher weniger. So, Giftstachel. Natürlich, dass Baxi jetzt dann endlich dann so einen Papinella entwickelt. Das ist schon längst so reif. Aufgehört zu regnen. Tiny, röste mal diese Rose. Despotar, okay. Ich will mal trotzdem jetzt mal auf Maxi wechseln, damit er extra Erfahrungspunkte noch extra sammelt, obwohl er sowieso jetzt nur kaum genutzt wird. Gegen Despotar haben wir sowieso keine Chance mit Maxi. Da jetzt Gestein oder Boden Unlicht ist, oder Gesteinsunlicht. Der hat auch sogar Toxin bei sich, na meine Güte. Das wird noch ein Spaß sein. Er hat jetzt tatsächlich jetzt geschafft, mich mit meinen Pokémon zu vergiften. Ja, zack. Naja. Ja, mag sowieso kein Wasser, also Despotar ist dann sowieso schnell Geschichte. Und Baxi erreicht Level 32. Geilomat. Lutzuk.
Deine wird es schon erledigen. Der liebe Deine röstet ja gerne die Käfer-Pokémon zum Frühstück. Oder eher zum Nachmittagessen, weil es schon Nachmittag ist, by the way. So, geschafft. So. Und unser lieber Baxi entwickelt sich jetzt zu einem wunderschönen Schmetterling. Na bitte. Ich werde jetzt mal schnell mal nachschauen, ob ich jetzt was habe gegen... Nee, bringt leider nichts. Nach der Wasserattacken. Ich habe mal nachgedacht, vielleicht kann ich das Mr. Krabs geben. Die hier. Dann machen wir jetzt noch den letzten Trainer noch durch. Der Rest wird dann sowieso erst später gemacht. Fastelka ist natürlich Boden- und Gift-Typ. Das bringt leider nicht so vieles. Ach Mann, schon wieder mein nächstes Pokémon ist vergiftet. Aber mindestens haben wir jetzt einen sehr guten Part gemacht, dass wir jetzt unser Baxi jetzt zu einem Papinella entwickelt haben. Von einem süßen kleinen Wampel zu einem wunderschönen Schmetterling. Ich glaube, da wird mir schon jetzt ein Titel, da wird es ein Let's Play Part noch einfallen. Nach dieser Aufnahme noch. Aber es hätte schon sicherlich selber sowieso schon, weil das jetzt schon oben ist. Ach, nach verwirrt und vergiftet. Das ist ja auch noch richtig ein sehr guter, sehr interessanter Kombo. Ja, fliehen kann ja sowieso, nicht. Los Dragoon. Ich versuche um jeden Preis meinen Dreikwasa jetzt zu verwirren. So. Gut, dass ich die gelbe Flöte genommen habe. So, jetzt wird Klob. Aber ich weiß schon selber, Dragoon ist ziemlich stark, muss ich schon zugeben. So, bald müssen wir dann gleich da sein. Aber ich glaube, da gibt es noch mehr Trainer. Ja, den einen Trainer mache ich noch durch. Ich glaube, es gibt noch mehr Trainer, die uns noch im Weg stehen werden. Aber ich glaube, Illumisee werde ich jetzt noch heute noch platt machen können. So, Lightning, du bist dran. Zum Glück ist es noch kein Nuzlocke, also vielleicht werde ich mal einen Nuzlocke machen, Randomizer Nuzlocke, wer weiß, irgendwann mal. Ich muss ein bisschen noch üben mit Nuzlocks, weil ich habe noch nie einen Nuzlocke gemacht, by the way.
Also mache ich jetzt nur einen Randomizer fürs Erste und dann später vielleicht irgendwann mal einen Nuzlocke-Challenge. Falls ihr dann wisst, was dann eine Nuzlocke ist. Und hat er so viel Verteidigung oder was? Na bitte. So, der Part war schon jetzt lang genug. So, vorerst um auch schnell heilen. Aber bis jetzt ist noch niemand draufgegangen. Noch niemand abgekratzt, Gott sei Dank. Gut. Also im Großen und Ganzen sind wir schon ziemlich gut weit gekommen heute. Wir haben leider nur 12 Pokémon gefangen. Naja. Gut. Im nächsten Part geht es dann weiter. Wieder geht es dann auf dem Weg zum Felstunnel. Also werde ich mal schon kurz speichern und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und falls euch dieser Part gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und falls ihr mich gerne unterstützen wollt und nichts verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich auf jeden neuen Abonnenten, der mich weiter verfolgt und mich unterstützt in zukünftigen Projekten auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Pocket Hendo. Ciao!